Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft 2 Replaycast 1684, Winners Bracket Halbfinale. Wir sind jetzt bei einem PvP mit dem koreanischen Protoss in Rot. Das hier ist Africa Freaks Stats. Er spielt gegen seinen Protoss-Kollegen vom Team Dragon Phoenix Gaming. Es ist Zest. Die beiden also mit der ersten Runde erfolgreich durchgekommen. Und jetzt Halbfinale im Winners Bracket. Hat also weiterhin das Lowest Bracket, das einen auffängt, wenn es schief geht. Auch hier ein Best of 5. Und Lightshade unsere erste Map. Wir sind schön Mirror Matchup technisch auch gespiegelt unterwegs mit jeweils zwei Stalkern. Jetzt da ein Stargate unterwegs bei Zest. Und auch ein Stargate bei Stats am Start. Also sie gehen wirklich auf denselben Kram. Haben dieselben Einheiten. Abwarten, wer sich da wirklich einen Vorteil erarbeitet. Wir haben jetzt ein bisschen Unterschiede, denn Zest schnappt sich eine weitere Sentry oder jetzt eine erste Sentry, hingegen Zest mit dem Nexus unterwegs. Ein Stargate natürlich ein Ticken schneller, aber nicht wirklich viel. Man sieht die Timings, die halten sich alle noch im Rahmen. Beide auf eine Schildbatterie, beide das Stargate, beide Nexus, beide eine Sentry, beide Warpgate Research. Also ja, keine großen Unterschiede. Murder Matchup lässt grüßen. Die sind wirklich ziemlich gespiegelt unterwegs. Und dann wird da Geld auf beiden Seiten auch in ein Orakel investiert. Also auch da nehmen sie sich nichts. Da bleiben sie gleich. Auch die Stalker chillen erstmal zu Hause. Mit den Sentries dann Hallucination Scouts natürlich möglich. Aber über den Stargate Open hat man eh schon eine schnelle Einheit, die scouten gehen kann. Aber jetzt geht es ein bisschen in unterschiedliche Richtungen. Es kommt das Twilight Council dann bei Stats. Keine weitere Lufteinheit. Hingegen bei Stats erstmal noch ein weiteres Oracle. Hilft natürlich beim Scouting und hilft auch dabei, Probes zu erledigen. Denn mit Doppel-Oracle kann man natürlich auch sich an der Schildbatterie vorbeischmuggeln. Erstmal drei Kills, die Zest hier macht. Zest hingegen jetzt mit seinem Oracle da an der Natural, aber da ist die Schildbatterie und die Safety Probes. Da sieht man es, es gibt keinen Kill für das Oracle in Rot. Und das, oh, das könnte jetzt auch noch fallen. Das wird fallen. Das ist zu tief drin, wird gesniped. Easy Kill hier für Zest. Aber bedankt er sich für. Quasi geschenktes Oracle, hat absolut nichts erreicht und tatsächlich 475 zu 0 Resources lost gerade noch, weil die Oracles waren nochmal hier, haben nochmal eine Probe mitgenommen, haben sehr viele Hitpoints hier verloren, aber insgesamt jetzt 7 Probes down, das war nochmal 4 tatsächlich obendrauf und damit 29 zu 35 der Worker Count, Army Supply und Worker Supply größer bei Zest, war kein schlechter Start, so kann man damit gut umgehen. Natürlich jetzt das spätere Twilight Council, die Forge, aber der kleine Vorteil im Mining summiert sich natürlich auf. Es ist sehr, sehr schwer, den im Murder Matchup aufzuholen. Und auf jeden Fall, wie es dann doch um die 300 Ressourcen pro Minute gerade mehr sind bei Zest. Hat natürlich auch beide Oracles noch am Leben, also die sind auch noch nützlich. Kann man als Scouts verwenden, kann man vielleicht nochmal für späteres Harassment reinschicken oder Stasis Wards. Also einige Möglichkeiten für diese zwei Oracle. Auch wenn das eine ziemlich low ist, das bleibt also eher zu Hause. Sieht man auch defensive Stasis Ward. Bis jetzt erstmal beide Stasis Wards und eine dritte Basis unterwegs. Also Zest möchte seinen Economy-Vorsprung nutzen und einfach weiterziehen. Hingegen Stats mit bisschen anderen Plänen. Nämlich ein Warp-In-Pylon, ein Gateway dazu und der Darkschwein kommt da auch mit ran. Die Tees also angedacht. Blink ist noch nicht ganz da, es ist dann die Hallucination mit dabei. Aber ohne Upgrade Mainbase reinspringen wird eher schwierig. Es sind noch drei Stalker hinten. Sieht man jetzt, da wird auf das Upgrade gewartet. Jetzt ein paar Sekunden und dann soll es reingehen. Die Hallucination hat nicht mehr lange, aber sie reicht, um die Stalker in die Mainbase zu lassen. Da sind aber drei Stalker als Antwort. Problem ist natürlich Unterzahl, schlechtere Position. Und es sieht nach keinem so tollen Fight aus, gerade hier für Zest. Flitt auf jeden Fall ein bisschen was an den Stalkern, aber die Stalker werden hier auch nur schwer wieder rauskommen. Versucht mit dem Recall und der Stalker geht auch noch down. Nein, der geht nicht down. Drei Props fallen und der Stalker runter auf 3 HP. Man verliert ein bisschen was und endlich kann Zest auch was von Zest killen. Hat jetzt lang genug gedauert, aber endlich hat er ein paar Kills geholt. Dafür die dritte hier online, die dritte hier erst angefangen. Also nach wie vor Zest mit einem Mining-Vorteil, den er sich wieder aufbauen kann. Auch wenn er da jetzt ein paar Probes verloren hat. Er hat einfach die fertige dritte schon. Der nächste Schlag von Zest kommt aber auch gleich mit den DTs. Mal sehen, wie erfolgreich die werden. Wir haben nämlich noch keinen Observer mit dabei. Wir haben zwar eine Robo am Start, aber die produziert gerade den Warp Prism. Beide dann mit +1 Attack. Blink jetzt dann auch gleich bei Zest.
Aber er hat die Oracles und die können natürlich auch detecten. Die haben Relevation als Fähigkeit, die man nutzen kann. Und die Oracles fliegen am Dark Shrine vorbei. Das heißt, sieht das mit den Oracles. Warum sind die eben so wertvoll? Und ja, kann jetzt darauf reagieren. Da kommt jetzt der Stalker. Ah, Stalker können das eine Oracle schon nicht gleich snipen. Aber es gibt da gerade einen Fight. Die Stalker hier werden abgefangen, nämlich von Zest, der da mitten reingeblinkt ist. Und da muss jetzt Stats aufpassen, weil er hat jetzt nicht so viel an Stalkern tatsächlich parat. Sein Amisplay ist doch ein bisschen kleiner. Die T's sind aber reingegangen in die Natural und säbeln da mal die Probes an. Und der Mainbest ist auch ein DT, der versucht dasselbe. 10 Probes sind down. Hier die Gebäude werden angegangen von den Stalkern. Und hier die DT's sorgen noch für Ärger. Observer ist jetzt da mit dabei. Die Natural wird also cleared. Die Mainbase hat noch ein bisschen mehr Ärger. Der DT ist noch unterwegs. 12 Probe Kills allerdings. Also der Schaden ist ordentlich. Dafür hat jetzt aber auch einiges an Army Supply verloren. Nicht nur die DT, sondern auch die paar Stalker, die da aufgefangen wurden. Das Army Supply bei Seth ist ein gutes Stück größer. Doppelt so hoch tatsächlich. Man sieht das. Wie da einfach Einheiten nach und nach verschwunden sind. Jetzt wird erstmal massiv Infrastruktur aufgerüstet bei Stats. Man muss doch ein bisschen aufpassen. Er ist bei der Hälfte an Stalkern. Beide Seiten am Blink. Der eine hat einen Warpress mit dabei. Also eigentlich könnte Seth, wenn er wollte, einfach Go machen. Und das hatte ich hier auch vor, wie es aussieht. Wandert mit den Stalkern mal rüber. Schickt auch das Oracle ran Richtung dritte Basis. Da ist noch... Doch, da kommt jetzt die Schildbatterie gerade online. Und da haben wir nochmal die T, der unterwegs ist. Stalker versucht sein Bestes, den einzufangen. Und die Stalker hier links. Oh, die laufen einfach hoch. Die laufen an der ganzen Army gerade von Stats vorbei. Da war er selber gerade nicht ganz gefasst drauf, dass das hier passiert. Und da geht's sofort in den Fight. Probes werden direkt gezogen. Also 3 Probes gehen dabei down. Immerhin, Stats verliert hier nichts Kritisches. Gerade 3 Probes sind nicht so tragisch. Aber jetzt würde für Krampe halten mit der Schildbatterie. Schildbatterie wäre fast gesniped worden. Die selber runter auf 8 Hitpoints. Also knapp hier für Sess. Er hat aber nochmal ein paar Probes mitgenommen mit dem Oracle. Jetzt insgesamt 9 Kills tatsächlich und jetzt 51 zu 52 Worker. Also sie sind da wieder gleich auf in die Economy. Beide gehen auf plus 2 Sess mit dem deutlich schnelleren Timing da. Dafür setzt das bisschen schnellere Charge. Nochmal mehr Probes nachgelegt. Der DT kam nah ran an den Ops, aber wird nicht gesniped. Immortal jetzt mit dabei. Sess wandert durch die Gegend und da ist ein Templar-Archive für ihn mit im Bau. Das plus 2 hat er eben noch nicht, also das könnte Sest hier in einem Fight einen guten Vorteil verschaffen. Plus 2 Attack und auch eine Mortal mit drin. Hat natürlich auch einiges an Schaden raus. Erstmal vorwärts pushen. Vierte Basis unterwegs. Hier wieder Sest mit deutlich mehr Army Supply. Ist die Frage, kann er einen guten Fight rausholen? Momentan werden die Salads gekitet. Jetzt kommen die Salads hier von Sest mit dazu. Wie gesagt, er hat einen Attack-Upgrade-Vorteil. Er hat eine Mortal mit dabei. Also seine Army ist da generell einfach krasser drauf. Die Stock gehen aggressiv ran, snipen die Schildbatterien. Das heißt, da gibt es keine Hilfe. Und wie man sieht, die Army von Sest pusht vorwärts und setzt, will sich das Elend gar nicht bis zu Ende anschauen. Er sagt einfach, nee, meine Army reicht hier auf keinen Fall. Da ist das GG und damit das 1-0 für den Protoss in Blau. Da hatten wir jetzt insgesamt 19 Stalker zu 2 Stalker. Also da hat wirklich Stats ordentlich kassiert. Und konnte das einfach nicht mehr halten und fällt damit einmal zurück. Map Nummer 2, Scouting Probes sind unterwegs. Wir sind auf Oxide und beide gehen hier auf den Zealot. Und da geht nochmal eine Probe los hier für Stats. Das sieht nach einem Proxy aus. Sonst würde das, denke ich, nicht rausfahren. Es ist schon eine Scouting Probe unterwegs, aber dann nochmal eine rauszuschleichen. Also da ist auf jeden Fall ein Plan dahinter. Und da kommt auch der Proxy Pylon. Mal gucken, was Stats daran stellt. Man kann ja auf Oxide auch ein bisschen mit Schildbatterien und Void Rays theoretisch arbeiten, wenn man möchte. Beide zwar mit den Gebäuden auf dem Lowground, aber ohne Expansion bisher. Die Salads wurden beide durchgezogen. Der jagt hier gerade die Probe und der andere chillt hier einfach. Der wird die Probe wahrscheinlich gleich kriegen. Oh nein, schafft nicht ganz. Der Stalker finisht den Kill, der da frisch gespawnt ist und der läuft jetzt auch raus. Und Stats hat sich hier ein Stargate wirklich hingestellt. Also einfach Proxy Stargate, mal gucken. Da ist der Adept unterwegs, die Probe, die zieht sich zurück tatsächlich. Ich scoute noch ein bisschen durch, aber die möchte eigentlich wieder nach Hause. Expansion kommt bei Zest. Mal sehen, was das Target noch mit anwirft. Der Adept währenddessen schleicht auch über die Map. Hier sogar noch ein Pylon-Block, der drin ist, also die Probe ist deutlich nerviger. Blockiert die Expansion. Das Adept haut natürlich gut DPS drauf, dass der Pylon irgendwann gecancelt werden muss, aber man sieht, der hält das noch recht lange durch. Dann kommt der Cancel und dann kann es hier einen Nexus geben. Währenddessen geht hier der Adept einmal vorbei. Er wagt tatsächlich den Shade rein in die Main Base. Das ist mutig. Kriegt dafür aber auch eine Probe. Vielleicht auch noch eine zweite. Hat aber kaum noch Hitpoints. Die Stalkers sind dran. Nein, kriegt keinen zweiten Kill. Dafür das Proxy Stargate Chrono Booster den Oracle. Darauf hängt jetzt also ziemlich viel, dass das ein bisschen Schaden macht.
Ansonsten sind jetzt Stats Timings gerade alle ein bisschen schlechter, hat die Einheit da verloren. Also würde das uns einfach Stück für Stück zurückfallen. Wobei eine Probe wird das sehen tatsächlich. Das sieht das. Oracle ist unterwegs. Währenddessen sind aber auch Stalker und Sanity unterwegs. Okay, das macht die Sache interessanter. Hier laufen ein paar Einheiten rein. Natürlich, eigentlich wollen wir jetzt auch das Oracle irgendwie abwehren. Aber wo sind die Einheiten gerade für Zest? Okay, kommen jetzt gerade zurück. Währenddessen sind Stalker und Zelt nochmal ausgewichen. Also es gibt gerade einfach ein bisschen Chaos hier drin. Stalker und Zelt schlagen nämlich wieder auf diesen Pylon da vorne. Das Oracle währenddessen beschäftigt die Stalker hier. Und ja, die Probes werden sogar schon gezogen, um da zu helfen. Und reicht das hier? Der Zelt schlägt nochmal fröhlich durch. Der Stalker hat ein bisschen Sorry. Der Stalker geht hier tatsächlich down. Der Zelt geht aber auch down. 5 Probes hat das erwischt und sehr viel Chaos hier. Das lief jetzt nicht so geplant hier für Zest. Er kriegt gleich nochmal Besuch vom Oracle. Das ist das zweite seiner Art, fliegt da nochmal mit ran, aber macht erstmal nichts. Trotzdem ein paar Worker verloren, Mining Time verloren, also das war einfach ein bisschen fahrlässig gerade von Zest. Die Einheiten waren nicht drin, er hatte eigentlich das Target gesehen, wollte rausrufen, das zu canceln, aber da war ich schon viel zu spät. Das hat er wissen müssen. Das Ding hat ja schon fleißig Einheiten produziert, also ja, die Oracles kamen etwas überraschend, die Oracles kommen einfach nochmal vorbei und killen richtig viele Probes hier nochmal mit weg. 8 weitere Probes down, 24 zu 34 der Worker Count. Dafür stirbt aber ein Oracle. Also immer etwas, was Zest jetzt hier bekommt. Zest hat selber seine zweite Basis am Laufen. Also deutlich mehr Worker, geht auf Blink, geht auf eine Forge. Oracle kommt nochmal vorbei und Zest move gerade raus. Er move raus mit seinen Units und das heißt, die Probes hier ungeschützt sind. Schildbatterien sind noch nicht mehr dabei. Das heißt, noch mehr Probes, die hier fallen. Und ja, die fahren weit, weit raus. Die Protossaneten von Zest, die pushen einfach weiter. Zest setzt jetzt alles auf einen Angriff, nachdem er so viel Economy verloren hat. 14 Probes down, 21 zu 38. Aber wie würde diese Rampe hier hochkommen? Da ist eine Schildbatterie, da ist eine Wall, das sind ähnlich viele Stalker. Also nicht sicher, was genau der Plan hier von Zest war. Er wollte anscheinend angreifen, aber das hat nicht so ganz funktioniert, wie es jetzt vorgestellt hat. Und jetzt fällt er da in einer nicht unbedingt optimalsten Position. Er kriegt die Sentry, er kriegt die Schildbatterie, aber er kommt halt diese Rampe niemals hoch. Einfach da jetzt schon zu wenige Einheiten und kein Reinforcement-Punkt. Und da ist dann auch einfach das GG. Und so schnell kann es gehen. Zest macht ihr den Ausgleich. Was? Das ist irgendwie Zest für Zest ein bisschen auseinandergefallen. Das war nicht so souverän durchgedrückt. Und ah, schade. Die Schildbatterie ruiniert die zweite. Ansonsten eine Probe, ein Zealot, ein Adept, ein Stalker, ein Oracle und eine Sentry gefallen. Und hier natürlich 20 Probes. Und natürlich in den ersten paar Minuten ist das eine Katastrophe. Ich meine, Mining-Vorteil, man sieht das, wie schnell der runterschwingt. Und das ist jetzt halt schon deutlich zu diesem Zeitpunkt mit 500 Minerale mehr, was ein gutes Stück mehr prozentuales und Vespingas gar keins mehr gerade schon bei Zest. Also ja, da sind wir schnell runter auf ein Best of 3. Eine weitere Runde Low Ground Gateways mit Expansions und da auch ein Stargate mit dabei bei Zest. Der hat seine Scouting Probe auch verloren. Also darf das Oracle jetzt den Shop nochmal nachlegen, aber die Probe hat zumindest alles Wichtige gesehen, kam einfach nicht lebend wieder aus der Base raus. Ja, beide also mit der Expansion. Bisschen unterschiedliche Wege, die bestritten werden. Ohne Stargate bei Stats und setzt eben das Oracle. Das wird aber sofort abgefangen. Dann nähern sie sich wieder an mit dem Twilight. Wir sehen 31 zu 25 Worker. Also setzt ihn hat das ein bisschen mehr gekostet. Mit dem Oracle eben. Stats hat da deutlich konsequenter Probes durchgepumpt. Und beide gehen natürlich auf Blink. Das Oracle war bisher überhaupt nicht erfolgreich. Hallucination Scout kommt von Zest. Und ja, wir sind natürlich bei 1 zu 1 momentan im Score. Beide scouten sich da fleißig, können sich eigentlich ausrechnen, dass das Blink werden wird. Wir haben die Robo und eine Forge mit unterwegs auf der Seite des roten Bruders. Und bisher Zest, er wird das wahrscheinlich auch nachlegen. Die Frage ist, wie lange wartet er noch, bis er sich das gönnt. Wird er sich vielleicht eine schnellere dritte schnappen, um das in der Economy ein bisschen auszugleichen. Wäre auch noch ein Gedanke. Aber erstmal moved er mit seinen Einheiten tatsächlich raus. Da ist aber halt nichts. Es ist kein einziges Proxy gerade auf der Map. In keinem der beiden. Das Oracle fliegt nochmal auf die Netspiel an. Wie viel Erfolg es damit hat, wird sich zeigen. Aber bisher hat es ja nicht wirklich was gerissen. Und hier sind nach wie vor Einheiten stationiert. Das Oracle auch gerade nur am Durchfliegen. Also der erste Gedanke, kriegt ein bisschen Schaden ab und dreht auch tatsächlich wieder um. Die Einheiten haben sich aber da unten kurz versammelt, haben echt nur den ganzen Rand abgescoutet. Deswegen hast du irgendwo einen Pylon hingestellt. Aber es war halt nicht der Fall. Und Zest baut jetzt auch schon den ersten Immortal. Das sieht natürlich dann besser aus für ihn, wenn man in so einem kleineren Fight ohne mega viel Supply einen Immortal mit dabei hat. Ist einfach so eine wertvolle Einheit, da kann man so viel rausholen.
wenn man da diesen Einheitenvorteil mit dabei hat. Zudem kommt da plus 1 halt auch auf seine Seite. Das ist eben das Investition in Robo und in Forge. Dafür hat man wenige Stalker. Aber so ein Mortal ist schon mehrere Stalker wert. Und plus 1 noch ein bisschen mehr. Es ist Seth, der eine dritte Basis sich schnappt und dann eben versucht hier mit dem Blinkstalker ein bisschen was zu reißen. Er hat jetzt schon Blink, er war da schneller. Sein Gegner hat es noch nicht ganz. Und dann kommt da ein Blink in die Mainbase-Einheiten von Setzen nicht in der besten Position. Er läuft tatsächlich gerade noch weiter weg, wollte die Probe jagen oder was auch immer da drüben gerade rumfährt. Zealot war das tatsächlich, war keine Probe. Und hier war ein Stalker verfolgt. Da geht's Blink rein in den Stasis-Spot, damit der kein Problem ist. Aber wie man eben sieht, deutlich weniger Einheiten. Der Immortal muss unbedingt die Rampe hoch, denn der ist wichtig für den Damage-Output. Am Ende wird der Pilot vielleicht noch mitgesniped. Nein, das Oracle wird da nochmal angesniped. Das Oracle geht down, der Pilot fällt zwar. Die Immortals kommen ein bisschen ran, aber nicht genug. Das heißt, versucht die Seite zu wechseln, aber er muss aufpassen. Er hat aktuell noch die Relevation, die wird aber natürlich weggehen. Und er muss aufpassen auf die Doppel. Er muss versucht, den Nexus nochmal zu erwischen, aber der hat ein bisschen zu viele Hitpoints. Und Seth hat hier keine gute Möglichkeit für Reinforcement. Beide haben Blink, also müssen aufpassen auf ihre Stalker. Können auch schnell gejagt werden. Jetzt kommt ein Warpress noch mit dazu für Stats. Und sein Plus 1 ist dann gleich da. Und dann könnte er den Spieß mal umdrehen und selber ein bisschen pushen. Man sieht es auch hier, er geht deutlich weiter raus. Er wandert einfach rüber. Dann Warpress wird sich seiner Hauptarmee anschließen und dann gibt er einmal das Geschenk dankend zurück, belagert dann sein Gegner ein wenig. Wird immer so ein Plus 1. Da geht schon ein bisschen was. Neue Stalker auch mit dabei. 16 zu 13 die Stalker, aber eben zwei Immos mit drin. Und das macht so viel schwerer hier für Seth zu fighten. Er muss mega aufpassen auf diesen Burst, damit er nicht die Stalker wird. Das ist Stats, der auch schon aggressiv nach vorne blinkt. Ja, man sieht, er rückt einfach weiter vor. Schildbatterie in der dritten ist noch nicht ganz online. Also jetzt wäre vielleicht noch ein schöner Zeitpunkt, denn die Schildbatterie wird fertig werden. Stattdessen ist es wieder mal Seth, der dem Gegner ein bisschen entgegenläuft. So, gefährliches Postieren hier von den beiden, aber diese Immos, die tun halt jetzt ordentlich weh. Da kommen aber die Charge Cells mit dazu. Das ist die Frage, locken die Charge Cells hier genug? Die Stalker blinken dran, wollte ich im besten Fall das Warp Prism haben. Eins sind aber mit dem Fight gegen die Stalker und die Immortals verwickelt. Die Cells vorne werden nach und nach auch weggefokust. Und das, ja, Warp Prism saved die Immos. Die Immos teilen nach wie vor mächtig aus. Das Warp Prism lebt noch. Und die Army von Zeth ist an dieser Aufgabe einfach nicht gewachsen. Die Immos sind zu krass, teilen zu sehr aus. Die Army kaltet nochmal rückwärts. 3 und 2 Kills auf den Immos haben natürlich sehr viel Schaden ausgeteilt. Und die Stalker alleine reißen das halt einfach nicht. Die Schildbatterie ist out of energy. Die Gebäude werden abgeräumt und Seth hat da gerade keine weitere Chance. Damit ist das GG und das 2 zu 1 für Stats. Die beiden machen hier wirklich sehr kurze und knappe Maps. Und auf Map Nummer 4, Death Aura, ist Seth mit der No-Scout-Proxy-Robo unterwegs. Also es ist ihm einfach egal erstmal, was sein Gegner macht. Er ist auf seinem Proxy committed und sein Gegner baut dann einen lustigen Two-Gator. Geht wir auf dem High und auf dem Low-Ground. Damit findet man natürlich automatisch auch die Cannon-Rush-Position. Da kann man schlecht eine Cannon reinbauen, wenn da ein Gateway im Weg steht. Und hier die Probe wird gekillt, dafür aber die Scouting-Probe von Zest geht auch down. Da noch ein Pylon reingebracht, verliert aber auch dann seine eigene Probe hier Stats. Und die Stalker wandern raus. Sehen die Robo? Ja, wahrscheinlich nicht. Den Weg nimmt man normalerweise nicht. Und das Stats läuft da direkt rüber und hier gibt es einfach direkt den Immo. Also nochmal eine Map, wo der Immortal eine Schlüsselrolle spielen kann. Dieses Mal aber dann für Zest anstatt für Stats. Weil Stats ist hier weit draußen unterwegs. Stalker treffen da gleich auf Stalker. Der Immortal ist natürlich zu weit weg für den Fight. Aktuell. Focus Fire. Bessere Damage jetzt gerade bei Zest. Aber da kommt gleich nochmal ein Stalker für Stats rüber. Und da kommt auch noch ein Proxy Pylon mit dazu für den roten Protoss. Also beide jetzt auf One Base. Ganz andere Gangart als in der vorigen Map. Deutlich aggressiver hier unterwegs. Weil das ist oben Immortal plus War Prism. Aber Seth kommt gerade nicht so wirklich aus seiner Base raus. Er wird jetzt halt selber belagert, was jetzt vielleicht nicht ganz im Plan war. Er könnte dringend diesen Immo gebrauchen für den Fight, weil jetzt hat er mehr Stalker gegen sich. 3 Stalker gegen 4, das wird erstmal nicht ganz funktionieren. Er muss sich da zurückziehen. Er muss da auf den High Ground. Sein Warp Gate ist noch nicht ganz durch. Sein Warp ist noch nicht ganz da. Also das ist gerade nicht unbedingt optimal für Seth. Könnte theoretisch versuchen, das Ding zu recallen, aber ihm fehlt die Energie gerade dafür. Im Moment kommt gleich Warp Gate und damit gibt es gleich nochmal eine weitere Runde an Stalkern. Weil Stats natürlich auch immer noch nicht wirklich weiß, was da auf ihn zukommt. Denn da ist, ja, nochmal eine Mortal mit unterwegs. Und Sentries kommen damit ran. Also das soll einfach die Army unterstützen. Okay, die Stalker laufen jetzt einfach raus. Das wird richtig dumm gerade, weil die beiden laufen mehr oder weniger aneinander vorbei. Da ist die Probe unterwegs. Die wird wahrscheinlich gleich gefunden. Wobei, die könnte später nochmal wichtig werden, wenn es zu einer Base-Trade-Situation kommt. Wobei das ein PvP eben nicht so ganz garantiert ist. Aber man hat natürlich die Option Recall. Es kommt auch die Robo gerade bei Stats. Und ja, er scoutet jetzt hoch, er sieht, okay, mein Gegner hat die Base zugemacht. Er hat jetzt natürlich keinen Blink, das heißt, er muss sich durchballern. Der Nexus hat keine Energie für den Recall. Das heißt, für diese Army ist auch höchste Zeit, einfach loszulegen. Aktuell
ist da noch langsam unterwegs. Aber er hat eben diese Probe. Eventuell kann die Probe ihm hier gerade saven. Ist hier eine Probe noch unterwegs? Nein, ist keine Probe mehr mit dabei. Das heißt, hier werden die Probes einfach evakuiert. Doch, da ist noch eine Probe von Stats auch mit unterwegs. Also ja, es wird Base Trading. Hier gibt es Force Fields. Aber hier kommen gleich zwei Mord. Das ist nämlich auch mächtig Anti-Gebäude-Damage. Und das heißt, die Einheiten hier werden diesen Fight nicht so einfach gewinnen. Aber tatsächlich, Stats kann den Recall zünden. Hatte hier auch vorher trotzdem aber mächtige Mordens gegen sich. Und hat natürlich nur Stalk ohne Blink und ohne War Prism. Also er ist deutlich weniger agil, hat deutlich weniger DPS. Er hat den Nexus seines Gegners noch nicht gekillt. Er hat die Schildbatterie hier, die könnte nochmal overcharged werden. Theoretisch, aber aktuell geht es einfach an die Pylons, damit alles unpowered ist. Vor allem eben diese Schildbatterie und die ist jetzt auch ohne Strom. Der Stalk ist vorne, die Probes kommen mit dran. Also wir setzen hier die Go-All-In-Situation. Er hat jetzt halt alles hier vorne. Mal gucken, ob er die Probes nach Hause schickt oder ob es mit in den Fight zieht. Aktuell hat Stats die Probes mit in den Fight gezogen. Vorsichtig werden gesetzt an allen möglichen Ecken und Enden. Das Hauptwissen hilft natürlich mega dabei, die Einheiten zu safen. Da geht jetzt mal eine Sentry down, aber auf beiden Seiten die Immortals stehen immer noch. Und das ist immer noch die wichtigste Einheit, die Stats hier gerade hat. Er schickt seine Probes jetzt nach Hause. Es dauert ein bisschen. Ein Stalker fährt da an den ganzen Probes vorbei. Das sieht ein bisschen komisch aus. Und die Army von Zest tatsächlich, sie läuft erstmal zurück. Zest Mainbase sieht jetzt auch ziemlich katastrophal aus. Und nochmal eine Sentry mit rein. Jetzt nämlich einen eigenen Immortal mit dabei. Okay, der Stalker jagt nach wie vor die Props, das heißt natürlich ewig hier gerade kein Mining gehabt für Zest. Obwohl Zest eigentlich mehr Worker hat, lustigerweise. Die Doppel-Immortals sagen jetzt hier nochmal Hallo. Versuchen mitzusnipen, was sie können. 19 zu 22 in den Workern. Der Stalker muss aufpassen. Der Pylon hier. Oh, es ist knapp. Okay, er wird gefunden. Das heißt, den kann man entsorgen. Das heißt, nochmal mehr ein Pylon weniger, nochmal Supply Block für Zest. Beide kommen auf den gleichen Stargate jetzt vielleicht nicht verkehrt. Also haben beide dieselbe Idee. Warpers müssen nach wie vor unterwegs und die Stalker können halt nicht viel dagegen tun. Ohne Blink können sie das nicht vernünftig halten. Stattdessen müssen die Stalker aufpassen, dass sie nicht daran draufgehen, an der Immortal-Aktion. Also es ist immer noch am Laufen, das Game. Und tatsächlich beide recht ähnlich. Man sieht, der Nexus hat mega viel Damage abgekriegt, wurde aber eben nicht gesniped. Warpers muss einfach aufpassen, dass es nicht gesniped wird, weil an dem hängt für Zest gerade sehr, sehr viel. Wenn die beiden Immortals fallen, dann hat sich das Ding ziemlich schnell für ihn erledigt. Und da kommen gerade Stalker von mehreren Seiten, aber die Mortals, die teilen aus. Stattdessen kostet das mal wieder einen Stalker. Die Mortals verlieren nicht wirklich Hitpoints, also das macht Zest hier gut. Er nutzt sein War Prism mit seinen Immos auf jeden Fall deutlich. Man sieht es in den Resources Lost, 2600 zu 600. Also tatsächlich hat Zest gar nicht so viel Schaden an den Gebäuden, Gebäuden genommen. Also er hat, Zest hat da nicht so viel gekillt und Zest ist weiterhin unter Belagerung von diesen War Prism, von diesen Immos. Jetzt ist aber ein Phoenix mit dabei. Das heißt, das macht die Seite deutlich komplizierter und auch ein Lift. Das heißt aber, das Warpism wird derzeit nicht angeschossen. Der Immortal schnappt sich damit nochmal einen Kill. Da hofft man, dass der André runtergelassen wird. Nein, stattdessen ein Immortal ist down. Und für das Warpism sieht es jetzt ziemlich schlecht aus. Also sucht irgendwie den Immortal nochmal da reinzukriegen, weil es kann ihn eh nicht großartig safen. Recall war anscheinend nicht mit dabei. Und damit gibt es einen Lift und auch einen Kill auf den zweiten Immo. Damit kriegt es jetzt das Problem endlich geklärt. Sein Gegner hat aber eine Expansion unterwegs und bald schon durch und baut gerade selber Phoenixe. Warten wir mal ab, denn hier die Phoenix gehen jetzt auf die Reise. Die Robo, wurde die schon gefunden? Wurde gefunden von dem Stalker, der da rumgelaufen ist. Also die wird das nächste, was hier entsorgt wird. Und jetzt natürlich sind die Immortals auf der Seite von Stats. Nicht mehr bei Zest und der wird auch gleich keine mehr bauen können. Dafür hat er eine zweite Basis. Bisschen mehr Worker. Mining Vorteil, er sieht eben genau die Zeit, wo die Probes nicht am Start waren. Wo die Probes von Stats gefightet haben. Und dann die Reise nach Hause. Beide wieder One-Base Mining. Wobei einer hat eben gleich Two-Base Mining. Jetzt sieht man, hat auch die Fläche schon in Vorbereitung. Ist aber noch nicht aktiv nutzen. Phoenixes sammelt sich. Doppel-Stargate ist es geworden bei Zest. Also es schwenkt hart rüber im Tech. Und das macht es für Stats deutlich gefährlicher. Er hat auf jeden Fall nicht die Masse an Phoenixe. Und das heißt, auch seine Mortal kann gelüftet werden. Wobbles ist am Bau. Das dauert aber noch, bis das mit dazu kommt. Hier ist eine Schildbatterie. Also mal sehen, ob Stats da Kontra geben kann. Aktuell fällt natürlich weiter und weiter zurück, economy-technisch. Weil immer noch keine Natural bei ihm anläuft, baut schon das nochmal ein Pylon hier mit drauf. Also will ich hier wirklich volle Kanne angreifen. Das muss natürlich dann auch funktionieren, ansonsten fällt er da einfach zu weit zurück. Mit 7 Worker hinten und natürlich jede Sekunde, die verstreicht, kommt hier Zest deutlich mehr zugute als Stats. Mit der Phoenix-Produktion, Einheiten, die reingeworfen werden. Einfach der Versuch hier irgendwie die Army zu flankieren. Der Observer ist natürlich auch mega wertvoll gerade für Stats. Er weiß zumindest, was hier wo rumsteht und was er sich Sorgen machen muss. Er wird jetzt vorausgescout und jetzt soll es in den Fight tatsächlich gehen. Stats immer noch auf One-Base. Das heißt, dieser Angriff muss was reißen. Forces werden gesetzt. Phoenixe battlen sich jetzt. Shipper, die Overcharge wurde genutzt. Und das Warpism muss natürlich aufpassen. Das sollte nicht fallen. Das heißt, wird die Stalker erstmal geliftet. Also Stats legt trotzdem noch Wert auf den Ground-Fight. Kriegt da ein bisschen was gekillt. Kriegt da eine Sentry vorne.
Die Amis dünnen sich gegenseitig aus. Schildbatterie Overcharge ist aber gleich abgelaufen. Aber es sind noch mehr Schildbatterien mit dabei. Es wird nochmal weitere Phoenix hier gebaut. Erstmal bei 6 zu 3. Zwei Mortals sind noch mit drin. Aber wenn man die Mortals liften kann, ist es kein Problem. Dann spielen sie keine Rolle. Dazu muss man eben sich mit den Phoenixen durchsetzen. Phoenix battelt sie jetzt auch. Warprison wird ein bisschen verfolgt. Nein, es ist der Fight gegen die Phoenix. Es ist nur noch ein Phoenix da hier bei Set. Der ist jetzt down. Jetzt geht's auf das Warprison. Warprison ist unter Feuer und Warprison geht hier dann. Das heißt, jetzt können die Lifts kommen. Sentry hoch. Immortal wird runtergefokust. Zeit der Mortal ist geliftet. Stalker war 9 geliftet. Und das sieht gut aus hier für Set. Das reicht tatsächlich. Das setzt er sich hier durch. Hat tatsächlich währenddessen seine ganzen Probes nochmal verloren. Weil es ist, glaube ich, oh, ein Adept. Was ist ein Adept? Was ist ein Set? Was hat die 13 Probes gekillt? Ach, die wurden mitten in den Fight gezogen. Es ist mir gar nicht aufgefallen. Ich war auf das Warprison sehr fokussiert. Also sind die Probes tatsächlich mitgekämpft, aber ja, Sache gehalten. Der Gegner hatte nur eine Basis und damit war es dann nicht so schlimm für Seth. Damit hält er das, macht das 2 zu 2 und wir gehen in die Deciders Map bei den beiden. Ja, einmal mal. Fast der Fast Base Trade. Das ist halt immer das im PvP. Es kommt nicht so wirklich mehr zu einem Base Trade. Dank Recall kann man die Situation immer wieder gegensteuern. Am Ende, ja, waren es halt auch. Es hing viel an den Immortals. Immortals geliftet. Haben halt einfach nicht so viel Nutzen. Und eine kombinierte Runde Doppel-Gateways zum Abschluss. Beide machen dasselbe. Bauen erstmal zwei Adapts. Dann geht's ab in zwei Sentries für Zest und zwei weitere Adapts für Stats. Die Scouting-Probe eliminiert. Stargate dazugestellt. Da sieht man, wo das Vespingas dann auch nochmal hingeht. Bei Stats liegt das gerade noch ein bisschen auf der hohen Kante. Das noch nicht aktiv genutzt. Er möchte zuerst nämlich einen Nexus bauen. Ja, treffen jetzt hier Adepts aufeinander. Und wer macht jetzt das Rennen in der letzten Map? Adepts auf Adepts. Ja, Teleport raus ist verfügbar, aber hier Doppel-Attack ist ein bisschen schneller. Und da kriegt man den ersten Kill, verliert aber auch den anderen Adept. Am Ende ist es ein 1 zu 1 Trade. Holt sich keiner wirklich groß was raus. Ja, aber es geht ein bisschen unterschiedliche Richtungen. Gerade eben Vespingas besetzt noch sehr viel verfügbar. Und ein etwas eigenwilliger Proxy-Pallen hier oben. Werden das die Tees eventuell? Bisher haben wir natürlich nur das Stargate. Besetzt hat noch gar kein Tech-Gebäude. Es kann auch sein, er baut um Proxy Stargate und Twilight mit einem Upgrade. Aber ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr weit oben. Für ein Stargate fast schon ein bisschen weit weg. Daher warte ich eigentlich eher Richtung DTs. Aber mal schauen. Ja, Twilight Council kommt hier. Die Probe bleibt. Das riecht stark nach DTs. Die Adapts sind dessen chillen hier ab. Wobei mit der Masse an Adapts nochmal mehr unterwegs, kann es auch ein Resonating Glaives-Bild werden. Wobei ein Phoenix das sehen wird. Ja, die Adapts gehen auf die Reise. Es kann auch sein, die Adepts eine Ablenkung wegen, dass sich der Gegner auf Resonating Glaives konzentriert und dann nicht ganz ja, realisiert, dass da vielleicht die Tees warten. Also mal gucken, was das jetzt noch alles zusammenzimmert. Er baut nämlich eine Robo zu Hause, also er hat zu Hause ein Tech-Gebäude. Aber eben das Twilight ist da draußen. Das ist gleich fertig und dann warten wir ab, was es tut. Vespingas ist auf jeden Fall dann gleich da, auch für das Upgrade. Oder für den Darkschwein, je nachdem, wo rein mit investieren. Möchte die Adepts sagen kurz Hallo? Tun aber nichts und es wird der Darkschwein. Die Probe baut sich erstmal elegant selbst ein. Das ist noch etwas uncool. Das heißt, es gibt keinen weiteren Pylon, der näher dran ist, aber es ist ein Warprism wahrscheinlich rechtzeitig vorhanden. Wenn man direkt eins baut, ist das eigentlich kein Problem. Oracles währenddessen gehen auf die Suche. Was ist da unterwegs? Ist da irgendwo ein Proxy, um das man sich kümmern muss? Da ist eins, aber das ist halt mega in der Ecke. Die Adapts, oh, die gehen jetzt sogar rein. Wollen die ersten Probes angehen? Sagen mal kurz Hallo, die Stalker ballern zurück. Die Adapts, Shade ist jetzt am Laufen, aber müssen trotzdem weiter weglaufen. Das heißt, ein zweiter Adept wird auch noch fallen, ein dritter Adept wird auch angeschossen. Die Adepts haben sich Teleport noch immer sehr in der Nähe. Also ging gar nicht so weit raus. Also zwei Probes für zwei Adepts lohnt sich nicht und es wird noch mehr tote Adepts werden. Aber es ist nach wie vor natürlich elegante Ablenkung, dass da eigentlich die Tees unterwegs sind. Wenn die Oryx jetzt auch ihre Energie einsetzen, heißt Relevation ist unwahrscheinlicher. Also es hat schon so ein paar, es hat kleinere Vorteile für Stats, auch wenn insgesamt hier deutlich mehr verliert an der Aktion, aber eventuell kann er damit seinen Gegner einfach überraschen. DDT ist dann da und keine Detection vorhanden, denn es ist keine Robo bisher mit dabei bei Zest. Also seine ganze Detection hängt an diesen beiden Oracles und das eine kriegt schon mal ordentlich Damage, aber es wird leben. Hauptproblem für Zest ist eben kein guter Warp-Punkt gerade. Er hat kein Warp-Prism gebaut. Darkschwein ist da und DDT ist bisher noch nicht mehr dabei. Es gehen erstmal noch Adepts vorbei, canceln aber den Teleport. Und jetzt ist da ein DDT am reinwarpen. Wo auch immer der reingebracht. Hier oben. Okay, wirklich in der oberen Ecke wird das reingehaupt. Die Oracles werden dessen weiterhin fliegen durch die Gegend. Die Adepts belagern hier immer noch. Also der versucht, den Gegner zu beschäftigen. Es kommt Twilight Council Blink bei Zest. Also er hat nach wie vor Detection-technisch gar nichts. Und seine Oracles, die chillen immer noch auf der Gegnerseite. Also die sind dann nicht da. Die müssen man eventuell recallen. Hier wird die Sentry gesnappt. Aber der Versuch ist es eben, eins dieser Oracles zu erwischen. Und er kriegt auch eins. Das andere hat keine Energie.
Das könnte gleich ein richtig großes Problem werden. Zudem wurden die Adepts gerade reingelassen, die Mavis. Das gibt gleich ordentlich Chaos in der Cess-Base. Mehr als er sich wahrscheinlich wünscht. Er braucht auf jeden Fall dann Detection, denn da ist die T1, da ist die T2. Der erste läuft rein, der zweite läuft in die Natural. Und damit sind die DTs in den Orten, wo sie sein wollen. Ja, wie gesagt, Detection ist halt wirklich weit weg. Jetzt wird da gesäbelt und zwar an beiden Basen. Und das tut so weh. Und da kommt einfach nur das TG. Stats, er spielt sehr, sehr wild mit seinen Adepts. Einfach alles reinschicken, ein bisschen zu aggressiv die Adepts auch verheizen. Und ja, die Oracles dürfen auch Schaden machen, dürfen die Sentry rausnehmen. Aber am Ende, das Stats hat den Gesamtplan im Auge gehabt. Wegen, ja, ich habe ein Darkschwein. Alles, was ich hier tue, ist dich davon abzulenken, dass da eigentlich die Tees unterwegs sind. Und das hat er wirklich sehr, sehr gut verkauft, sehr, sehr gut verpackt. Und macht damit am Ende das 3:2 mit diesen DTs. Das ist natürlich ein bitteres Ende, aber er ist natürlich noch nicht raus, sondern er droppt ein Slower Bracket. Also mal sehen, ob er sich da weiterkämpfen kann. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal und ciao.